Moin Leute von heute, was geht ab? Yes, ist am Start für euch. Herzlich willkommen zu einer weiteren Runde natürlich über den Clan Wars Modus. Und ich habe heute für euch richtig coole Infos, denn am 5. Dezember fängt der erste Clan War an. Das sind schon mal gute Nachrichten. Ich hoffe natürlich, dass ihr euch qualifiziert habt. In meinem letzten Video habe ich ja über die Qualifikation gesprochen. Und da habe ich euch natürlich mitgeteilt, wann ihr euch qualifizieren könnt, falls ihr das Video noch nicht ausgecheckt habt und ihr euch vielleicht noch nicht sicher seid, guckt auf jeden Fall mal auf die App und da steht auf jeden Fall, in welcher Division ihr jetzt seid, also in welcher Division ihr gelandet seid und in welcher Division ihr natürlich antretet für den ersten Clan War, der am 5. Dezember natürlich losgeht. Egal in welcher Division ihr jetzt gelandet seid, ob ihr nun in der Bronze-Division seid, ob ihr in der Gold-Division seid, kämpft euch auf jeden Fall mit eurem Team zusammen auf den ersten Platz und steigt auf und versucht es weiter. Wenn ihr nämlich in der Gold-Division oder in der Platin-Division seid mit eurem Team, könnt ihr auf jeden Fall richtig, richtig coole Sachen freischalten. Also für euren Charakter zum Beispiel Goldanzüge und so weiter. Gibt es auf jeden Fall einiges freizuschalten und dafür müsst ihr auf jeden Fall auf den ersten Platz landen mit eurem Team. Dann habe ich jetzt noch ein paar andere Sachen für euch. Ich habe nämlich jetzt gehört in den letzten Tagen, dass natürlich auch für den Liga-Modus gibt es da so einen richtig fetten Anzug freizuschalten. Also wenn ihr den auf jeden Fall freischalten wollt, so einen richtig geilen, coolen Königlich-Anzug, also dann müsst ihr euch auf jeden Fall durchkämpfen. Alleine oder mit eurem Team könnt ihr euch durchkämpfen bis zum Großmeister. Und dann, wenn ihr Großmeister seid, müsst ihr ganz einfach nur unter den Top 100 qualifiziert, also euch durchgekämpft haben und dann natürlich unter den Top 100 die Division oder besser gesagt die Saison Nummer 1 abschließen und dann habt ihr den richtig coolen Königlich-Anzug. Ich finde den sogar noch besser als diesen Tarnanzug. Also wenn ihr natürlich die verschiedenen Tarnungen freigeschaltet habt, dann bekommt ihr immer so komische Diamantschuhe oder einen Diamant-Exo-Anzug oder eine Diamant-Weste. Und wenn ihr natürlich jetzt in diesen Liga-Modus zockt, bekommt ihr so einen richtig coolen Königlich-Anzug. Und den da drauf habe ich richtig Bock. Ich bin momentan wie so ein Verrückter an Liga-Modus zocken, also Ranglist-Modus zocken. Und ich will natürlich diesen Anzug freischalten, um euch den natürlich zu zeigen. Und versucht das auf jeden Fall, versucht zum Großmeister aufzusteigen. Ich weiß nämlich nicht, was momentan auf dem PC los ist. Bei mir steht immer noch Saison Nummer 0 auf dem PC. Und also Saison Nummer 0. Es sollte jetzt eigentlich die Saison 1 beginnen auf dem PC. Also am 1. Dezember natürlich. Und da steht immer noch Saison 0. Ich weiß nicht, ob das ein Bug ist oder so. Auf jeden Fall bin ich jetzt momentan in der Meisterdivision. Ich versuche mich gerade hochzukämpfen zum Großmeister. Und wenn ich in der Meisterdivision bin, ich irgendwie stecken geblieben. Ich weiß nicht. Es zählt natürlich die Punkte. Also ich beginne bei 500, dann kommt 515, wenn ich einen neuen Sieg habe, dann 530, 545 und so weiter. Aber der Balken füllt sich irgendwie nicht weiter auf. Falls ihr da irgendwelche Tipps habt, schreibt die auf jeden Fall in die Kommentare rein. Wir können uns so ein bisschen gegenseitig helfen, würde ich mal sagen. Ich finde das auf jeden Fall immer cool, wenn ihr was in die Kommentare reinschreibt und wenn wir uns irgendwie gegenseitig helfen können mit den Divisionen oder mit den Anzügen oder mit den Clan Wars Modus. Und deswegen mache ich eigentlich ja auch die Videos, damit ihr Bescheid wisst. Auf jeden Fall am 5. Dezember ist der erste Clan War. Ob ihr nun in der Bronze-Division, ob ihr in der Gold-Division oder wo auch immer antretet, versucht auf den ersten Platz zu kommen. Schnappt euch euer Team, zerbombt, zerfickt die ganzen Gegner auf jeden Fall und dann klappt es auch, dass ihr aufsteigt. Ihr könnt das Ganze auf jeden Fall auf der App kontrollieren. Nehmt die Sachen ein. Zum Beispiel, ich wollte das euch nochmal ein bisschen erklären. Ich erkläre euch das jetzt nochmal. Ich habe das in der Ghost-Division, also in Ghost-Clan War gemacht, wo noch Ghost-Zeiten waren und ich erkläre euch das jetzt in Advanced Warfare auch nochmal ein bisschen. Guckt auf jeden Fall auf die App, da beginnen die Clan-Kriege dann auf jeden Fall und dann müsst ihr besondere Sachen einnehmen. Zum Beispiel zockt ihr jetzt im Multiplayer-Modus mit eurem Team, ihr seid jetzt 6 Leute, schnappt euch die ganzen Leute, zockt zusammen. Einer von euch muss natürlich Host sein und keiner von irgendwie von anderen Team oder so darf Host sein, weil dann zählen die Punkte nicht für euer Team, sondern für das andere Team. Auf jeden Fall müsst ihr Host sein. Euer Team muss Host sein. Das ist schon mal wichtig. Dann ladet ihr eure 5 Kollegen ein und dann macht ihr eine 6er Lobby, zockt auf jeden Fall hier suchen und zerstören. Zockt so lange, bis auf der App steht, dass ihr diesen Modus eingenommen habt.
Denn versucht ihr den natürlich so ein bisschen aufzubauen mit diesem Buffer. Also zockt zum Beispiel, wenn ihr den eingenommen habt, jetzt noch 3 oder 4 Spiele mehr. Dann habt ihr so den Buffer noch so ein bisschen aufgebaut. Und dann könnt ihr euch an den nächsten Modus. Dann nehmt ihr auf jeden Fall zum Beispiel jetzt hier Team Deathmatch ein. Zockt das so lange, bis ihr auf der App steht, dass ihr das auch eingenommen habt. Und wenn ihr dominiert, wenn ihr zum Beispiel jetzt 6 Sachen auf einmal kontrolliert, versucht die zu halten. Wenn das angegriffen wird, euer Spielmodus zum Beispiel Team Deathmatch, ihr habt das jetzt eingenommen und da steht, ihr werdet angegriffen von irgendeinem anderen Team und die wollen das jetzt einnehmen. Versucht den Buffer wieder aufzubauen und so könnt ihr auf jeden Fall im Clan Wars dominieren und so könnt ihr es schaffen, auf den ersten Platz zu landen und dann natürlich aufzusteigen, zum Beispiel von der Bronze-Division in die Gold-Division. Ist auf jeden Fall eine coole Sache und ihr könnt da richtig coole Sachen freischalten und genauso wie mit den Großmeister, wie in der Liga, im Liga-Modus, wenn ihr alleine zockt und zum Beispiel keinen Bock habt, jetzt mit einem Team zu zocken, dann zockt ihr auf jeden Fall diesen Ranglisten-Modus alleine, versucht euch ganz alleine durchzukämpfen bis zur Großmeister-Division und versucht euch dann einige Spiele zu gewinnen und euch dann unter die Top 100 zu bringen. Ich habe auf jeden Fall eine Nachricht nochmal an Sledgehammer Games geschrieben, dass hier endlich die ganzen Hacker runterkicken sollen, die Aimbot irgendwie haben oder so. Ich versuche die auch immer schon zu reporten, aber manchmal finde ich im Ranglistenmodus natürlich noch einige Hacker und das ist natürlich ärgerlich, weil man dann gleich wieder 25 Punkte verliert. Das ärgert mich so sehr, da könnte ich schon wieder einen richtig dicken Hals bekommen. Aber ich will mich hier nicht darüber so viel aufregen. Auf jeden Fall macht Advanced Warfare richtig Fun, auch wenn da ab und zu mal ein paar Hacker sind und man 25 Punkte natürlich dann verliert. Im Liga-Modus, naja, muss man dann halt wieder die nächsten 2 Spiele gewinnen, um natürlich wieder mitzuhalten mit den Top-Leuten, mit den Top 100 in der Großmeister-Division. Schreibt mir auf jeden Fall mal das in die Kommentare hier rein, wie das funktioniert mit den Großmeister, weil da auf dem PC das ja noch steht, dass man natürlich die Punkte bekommt, für die Großmeister-Division, aber der Balken nicht weiterläuft. Läuft der weiter, wenn man 1000 Punkte hat? Schreibt es mir auf jeden Fall in die Kommentare rein, falls ihr da irgendeine Ahnung habt, zockt euch auf jeden Fall durch bis zum Großmeister, nehmt am 5. Dezember teil und lasst mal wieder fette 100 Likes oben, dann kommen natürlich auch wieder richtig coole Infos und natürlich auch richtig coole Gameplays von mir. Ich freue mich natürlich, dass ihr dran teilnimmt und dass ihr das mit eurem Team euch platziert habt, egal in welcher Division, zockt es auf jeden Fall, steigt auf, zeigt eurem Team, dass ihr natürlich am Start seid, macht auf jeden Fall mit. Wenn ihr kein Team habt, bewerbt euch auf jeden Fall. Ihr könnt ja auch in die Kommentare noch was reinklatschen. Also falls ihr ein Team habt auf der Xbox oder auf der PlayStation oder auf dem PC, schreibt euer Team hier in die Kommentare rein und wenn da noch irgendwelche Leute über sind, die kein Team haben, bewerbt euch auf jeden Fall bei den Leuten, die hier was in die Kommentare reingeschrieben haben, die noch Leute aufnehmen und versucht mit den Leuten euch durchzukämpfen, um natürlich auf den ersten Platz zu landen. Ich hoffe natürlich, das Gameplay hat euch gefallen. Mit einem Like könnt ihr mich ein bisschen pushen, könnt ihr mich ein bisschen motivieren, natürlich weitere Videos für euch zu machen. Ich freue mich auf jeden Fall auf das nächste Video. Wir hören uns. Macht's gut. Denkt dran, abonnieren statt kassieren, meine Freunde. Wir hören uns. Bis dann. Der war nicht schlecht. Drohne zurückgesetzt.